Grow. Ihr träumt immer noch davon, euer eigenes Obst und Gemüse in eurer Stadtwohnung anzubauen? Jetzt wird der Traum Wirklichkeit. Das künstliche Ökosystem Grove besteht aus einem Aquarium und einem kleinen Gemüsebeet, das die Abfallprodukte der Fische nutzt, um das ganze Jahr über frisches Gemüse anzubauen. Grove ähnelt einem Holzschrank mit einem eingebauten automatischen System. Das System basiert auf einer hochmodernen Anbaumethode namens Aquaponics. Die Fische produzieren mit Ammoniak angereicherte Abfallprodukte, die von nützlichen Mikroben in Nitrate umgewandelt werden, die wiederum als organischer Pflanzendünger fungieren. Das System ist unabhängig und selbstsuffizient. Die Pflanzen erhalten alle nötigen Nährstoffe und das Wasser wird durch stetige Zirkulation gereinigt. Auf diese Weise leisten die Fische und die Pflanzen gemeinsame Arbeit und das Aquarium muss nicht gereinigt werden. Die Temperatur- und die Feuchtigkeitssensoren und die speziellen LED-Lichter emittieren das Tageslicht und erzeugen die perfekten Konditionen für ein optimales Pflanzenwachstum. Dabei sollten aber die Geräteeinstellungen gut überwacht werden. Zu diesem Zweck haben die Erfinder auch die Applikation Grove OS entwickelt, die es euch ermöglicht, den gesamten Prozess zu überwachen. Vom Anpflanzen bis hin zur Auswahl der richtigen Fische und dem Ernten. Es ist schwer zu glauben, aber es dauert nicht länger als 1,5 Monate, bevor man das nährstoffreiche Obst und Gemüse zu Hause ernten kann. Free Your Feet. Die Gruppe der Schweizer Erfinder Free Your Feet machen es nun möglich, aktiv Sport zu betreiben und dabei den Boden unter den Füßen zu spüren. Was auf den ersten Blick wie ein Paar von Oma genähter Wollsocken aussieht, ist in Wirklichkeit ein hochresistentes Material namens Dyneema. Seine Fasern sind 15-mal stärker als Stahl und enorm abnutzungsresistent. Die Socken schützen denjenigen, der sie trägt, vor Zweigen, Steinen und anderen kleinen scharfen Objekten. Trotz der hohen Abnutzungsresistenz ist das Material leicht und kuschelweich. Es gibt einem das Gefühl, dass man barfuß läuft, während gleichzeitig die Fußsohlen geschützt werden. Und das egal, wie lange man läuft oder Sport treibt. Kleine Gummipunkte an den Sohlen garantieren einen festen Halt auf jeder Oberfläche. Da der Stoff wasserfest ist, muss man sich außerdem keine Sorgen machen, dass man nasse Füße bekommt. Mit Free Your Feet könnt ihr joggen, Windsurfen oder klettern, ohne dabei schwere, klobige Schuhe anziehen zu müssen. Und spielt ihr Volleyball oder Badminton am Strand, dann schützen euch die Wundersocken auch noch vor dem heißen Sand. Cable Hive. Simplizität ist das Markenzeichen der Genies. Und besser könnte die Erfindung namens Cable Hive nicht beschrieben werden. Cable Hive sieht wie ein Wabenmuster voller Kabel aus und wurde entwickelt, um das Universalproblem der Menschheit zum Verstauen unzähliger Kabel zu lösen. Mit Cable Hive werdet ihr eure Kabel nicht mehr verlieren oder sie entwirren müssen. Jede Wabe der meisterhaften Erfindung ist für ein Ladegerät, ein Stromkabel, ein paar Kopfhörer und viel mehr vorgesehen. Der Bienenstock kann an die Wand angebracht, auf den Tisch gestellt oder sogar in einer größeren Kiste befestigt werden. Je nach euren Bedürfnissen könnt ihr euch entweder die Version mit 39 oder mit 20 größeren hexagonalen Regalen zulegen. In die erste passen kleine Ladegeräte und USB-Kabel. Die zweite ist dagegen perfekt für größere Kabel eines Spielsystems oder einer Gitarre. Chorus Links. Radfahren ist die Outdoor-Aktivität, die die meisten Anhänger aller Altersklassen hat. Wir fahren mit dem Fahrrad, um Freunde zu besuchen, zur Arbeit zu fahren oder einfach um Musik oder Radio zu hören. Der smarte Fahrradhelm Chorus Links hat ein kabelloses integriertes Knochen-Audiosystem und eine App zur kabellosen Kontrolle über den Fahrradlenker. Das präzise Knochen-Audiosystem sendet die Schallwellen über unseren Schädelknochen direkt an das Trommelfell. Der äußere Akustivkanal des Ohrs bleibt dabei frei, sodass ihr weiterhin Autos und sämtliche Verkehrsgeräusche hören könnt. Der Chorus Links Helm ermöglicht euch, eingehende Anrufe anzunehmen, Musik zu hören, Sprachnavigation zu nutzen oder im Notfall schnell Hilfe zu rufen. Dafür müsst ihr nur eine App auf euer Smartphone laden und sie über Bluetooth mit dem Helm synchronisieren. Empfangt Sprachnavigationsanweisungen und Fahrstatistiken wie Geschwindigkeit, zurückgelegte Distanz, verbrannte Kalorien und mehr. Von außen ist der Chorus Links Helm von einem normalen Fahrradhelm nicht zu unterscheiden. Er ist leicht, haltbar und angenehm zu tragen. Aber am wichtigsten, er spart Zeit und ermöglicht euch, ohne Kopfhörer oder Ablenkung durch die Straße connected zu bleiben. Maiku Formbox. Formbox wurde von der Maiku Group entwickelt und bietet euch die Freiheit, eure eigenen einzigartigen Designs zu erstellen.
Der ungewöhnliche Desktop-Vakuumformer erhitzt das Material und zieht es mit Hilfe der Saugkraft eines Staubsaugers über das Template. Die entstandene Kunststoffform kann jetzt mit allen möglichen gefüllt werden. Gelee, Gips, Schokolade, worauf ihr Lust habt. Die Maschine ermöglicht euch in nur wenigen Sekunden ein Kunstwerk zu erstellen. Folgt einfach diesen einfachen Schritten. Schaltet den Erhitzer ein, um das Material aufzuwärmen. Sucht euch ein Template aus und platziert es auf dem Formbox-Bett. Schaltet danach das Gerät ein und seht zu, wie das warme, weiche Kunststoffmaterial die Form des Templates annimmt. Dabei kann natürlich auch der Kunststoff selbst das fertige Design sein. Mit Formbox könnt ihr Smartphonehüllen, Lampenschirme, besondere Verpackungen und vieles mehr herstellen. Der ganze Prozess dauert ca. 20 Sekunden. Der wichtigste Teil ist dabei die Auswahl des kompatiblen Materials. Die gebräuchlichsten sind Acryl und das Material aus dem Lego besteht. Ein herkömmliches Formbox-Set enthält 30 unterschiedliche thermoplastische Platten, sodass ihr die aussuchen könnt, die am besten zu euren kreativen Bedürfnissen passen. Rescue Me Balloon. Stellt euch vor, ihr verlauft euch im Wald oder ihr seid auf einem Rettungsboot. Wenn ihr Glück habt, dann könnt ihr eine Leuchtrakete abfeuern, aber selbst das hält nur 10 bis 15 Minuten an. Der Rettungssignalballon ist die effektivste, verlässlichste und langanhaltendste Möglichkeit, um Hilfe zu rufen. Rescue Me Balloon ist ein Hilfsapparat, der bei einem Rettungsboot an einer Schnur 10 Fuß über der hilfsbedürftigen Person schwebt. Unter dem Ballon befindet sich ein LED-Licht, das ein SOS-Signal aufleuchten lässt. Im Grunde ist es eine Leuchtrakete, die mehrere Tage anhält und über Meilen Tag und Nacht klar sichtbar ist. Das ganze System passt in eine taschengroße leichte Kapsel und kann an Rettungswege befestigt oder im Auto verstaut werden. In der Kapsel befindet sich ein Heliumtank, der an einem gefalteten Ballon angebracht ist. Einmal drehen und der Ballon wird aufgeblasen, beginnt zu schweben und vielleicht euer Leben zu retten. Vive. Ein Schlaganfall ist die zweithäufigste Todesursache der Welt. Ein hoher Cholesterinspiegel, Übergewicht, Diabetes und Stress zählen zu den Faktoren, die das Risiko eines Schlaganfalls erhöhen. Vive ist ein Taschengerät, das eure EKG-Aufnahmen auswertet, um das Risiko eines Schlaganfalls und eines plötzlichen Herzstillstandes zu messen. Euer EKG aufzunehmen dauert dabei nur 60 Sekunden. Es beinhaltet außerdem eine Schritt- und Blutsauerstoff-Messfunktion, die den Benutzern ein noch umfassenderes Bild ihrer Gesundheit verschafft. Ein einfach zu verwendendes Multisensorgerät sammelt unterschiedliche Daten und sendet sie an den Bildschirm eures Smartphones. Der Algorithmus hinter der Vive-Technologie liegt in mehr als 98% der Fälle richtig. Die Aufnahmen können außerdem an ein anderes Familienmitglied oder einen Arzt gesendet werden. Das Gerät in der Größe einer Kreditkarte kann euch also zeigen, ob es etwas gibt, worum ihr euch sofort kümmern müsst. Print. Print ist die erste Smartphone-Hülle, mit der ihr Bilder ausdrucken könnt. Teilt eure schönsten Momente mit Freunden oder mit der Familie. Und das in Form von greifbaren Fotos. Das Gerät ist einfach zu verwenden. Schließt einfach euer Smartphone an die Print-Hülle an, drückt den Shutter-Button, um Bilder und einen 5-sekündigen Videoclip anzufertigen und erhaltet sofort einen Ausdruck in die Hand. Print nimmt ein kurzes Video in jedem Foto auf und lädt es in die Cloud hoch. Nachdem das Bild gedruckt wurde, können Freunde die App benutzen, um die versteckte Nachricht abzuspielen. Zu sehen, wie sich das Bild in einen bewegten Clip verwandelt, ist wirklich, als würde man einen Zaubertrick ansehen. Die Printhülle bietet euch 10 Bögen Zinkpapier, die ihr auch über die App kaufen könnt. Print ist portabel, leichtgewichtig und macht einfach Spaß. Nehmt die Hülle unterwegs mit und verpasst keinen einzigen magischen Moment mehr.